Ja, der plötzliche Säuglingstod ist zum Glück ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Sie als Eltern müssen also nicht im ersten Lebensjahr ständig fürchten, dass ihr Kind an diesem Krankheitsbild sterben könnte. Selten bedeutet, dass weit weniger als ein auf 1000 Kinder heutzutage am plötzlichen Säuglingstod sterben. Sehr wichtig ist aber, dass Sie als Eltern alle die Maßnahmen durchführen, die zu einem besonders niedrigen Risiko für den plötzlichen Säuglingstod führen. Das Krankheitsbild selber ist leider bis heute ungeklärt. Wir wissen also keine Ursache, die man klar benennen kann. Es gibt verschiedene Theorien, die aber bisher keinen Beweis erbracht haben. Wahrscheinlich gibt es auch mehrere unterschiedliche Ursachen. Was kann oder sollte man unbedingt tun, um den plötzlichen Säuglingstod möglichst nahe an Null zu haben? Das Erste und Wichtigste ist, dass die Kinder auf dem Rücken schlafen sollen. Immer wenn sie ihr Baby in das Bett legen, dann soll es schlicht und einfach auf dem Rücken liegen. Viele Eltern fragen dann, ja, aber wenn mein Kind dann erbricht, kann es nicht daran ersticken? Nein, das ist nicht der Fall. Die Säuglinge haben sehr lebhafte Reflexe. Sie können würgen, sie können den Kopf zur Seite drehen, sie können husten und deswegen würden sie niemals an dem eigenen Erbrochenen ersticken in Rückenlage. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass die Bauchlage, die früher sehr in Mode war, ein stark erhöhtes Risiko für den plötzlichen Säuglingstod hat. Deswegen sollten Sie die Bauchlage Ihren Säuglingen nur für die Wachphasen anbieten. Da ist die Bauchlage auch durchaus gut, weil die Babys dann besser ihren Kopf halten können, sie können ihre Schultermuskulatur besser trainieren und der Kopf wird auch nicht so platt, wie wenn das Kind ständig und dauernd in Rückenlage liegt. Aber Bauchlage nur für die Wachphasen. Das Zweite ist, dass eine freie Schlafumgebung vorhanden sein sollte. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir empfehlen einen Schlafsack. Die Schlafsäcke, die Sie im Handel erstehen können, sind so konstruiert, dass nie etwas vor die Atemwege gelangen kann. Das heißt, das Baby ist in dem Schlafsack sicher, hat genug Platz, sollte aber auch nicht zu viel Platz haben. Deswegen gibt es verschiedene Größen. Und dann kann nie etwas vor die Nase oder vor den Mund rutschen. Zusätzlich gehört zu einer guten Schlafumgebung eine möglichst feste Matratze, so wie sie üblicherweise eben auch angeboten werden. Und frei bedeutet, es sollten keine Plüschtiere im Gesicht oder in der Nähe des Gesichts liegen. Die Kinder können damit im ersten Lebensjahr ohnehin noch nicht so viel anfangen, schon gar nicht beim Schlafen. Es sollten keine Felle verwendet werden und es sollten auch keine zu weichen Nester gebaut werden. Auf Decken sollte in aller Regel verzichtet werden, weil die Decken eben auch nicht so sicher sind, dass sie nicht verrutschen. Dann geht es darum, wo sollen die Kinder am ehesten schlafen? Das Sicherste ist, dass die Kinder im Zimmer der Eltern schlafen, aber nicht im Bett der Eltern. Warum im Zimmer? Das hat den Grund, dass insbesondere die Mütter eine besonders geschärfte Wahrnehmung haben, wenn mit ihrem Kind irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das merkt man natürlich nicht, wenn das Kind im eigenen Zimmer schläft. Warum nicht im Bett der Eltern? Das hat den Grund, dass wenn alle zusammenliegen, es leicht passiert, dass alle einschlafen und dass dann die Decken, die da vorhanden sind im Bett, doch vor die Atemwege geraten können. Und der zweite Grund ist, dass in einer solchen Situation auch eine zu hohe Temperatur des Kindes entstehen kann, weil einfach die Decken zu warm sind. Wenn man das praktisch haben will und das Kind eben schnell zum Stillen anlegen möchte, dann gibt es im Handel solche Andockstationen, also Betten, die man direkt neben das Elternbett stellen kann. Und dann ist es auch schnell erledigt, wenn das Kind nachts aufwacht und gestillt werden möchte. Und dann kann es anschließend wieder zurück in seine sichere Schlafumgebung. Das Vierte ist, dass auf jeden Fall auf Rauch verzichtet werden sollte. Passivrauchen ist auch ein erheblicher Risikofaktor für den plötzlichen Säuglingstod.
Rauchen ist ja ohnehin sehr ungesund, auch für die Erwachsenen. Wenn aber jemand in der Familie raucht, dann sollte unbedingt ein Platz gefunden werden, wo das Baby davon nichts mitbekommt, also zum Beispiel auf den Balkon oder nach draußen, dass das Baby auf keinen Fall Passivrauch abbekommt. Der fünfte Punkt ist die Temperatur. Eine Überwärmung des Säuglings sollte unbedingt vermieden werden. Das bedeutet für die Raumtemperatur, dass 16 bis 18 Grad für das Schlafzimmer des Babys empfohlen sind. Das bedeutet im Winter in der Regel, dass Sie auf Heizung im Schlafzimmer verzichten können. Trockene und zu warme Luft ist auch ein Risikofaktor. In den Übergangsjahreszeiten Frühjahr und Herbst kann man meistens das Fenster offen haben. Man sollte das Baby natürlich nicht in den Zug stellen, aber die zugigen Stellen des Schlafzimmers kennt man ja in der Regel. Und im Sommer kann es manchmal sein, dass es einfach draußen so warm ist, dass man diese Temperatur nicht einhalten kann. Dann zieht man dem Baby einfach weniger an, so wie man sich selber auch leichter kleidet. Zum Beispiel nur einen kurzen Body oder einfach eine Schicht weniger. Und wenn Sie die Temperatur Ihres Babys schätzen wollen, ohne sie zu messen, dann können Sie hier den Nacken fühlen oder zwischen den Schulterblättern. Da sollte es angenehm warm sein, nicht heiß oder schwitzig, sollte sich so ähnlich anfühlen wie bei einem selbst auch. Und wenn Sie die Temperatur einmal messen, dann ist 36,5 bis 37,5 normal. Sie müssen aber nicht routinemäßig die Temperatur Ihres Säuglings messen. Und wenn Sie alle diese Punkte beachten, dann haben Sie ein besonders niedriges Risiko für den plötzlichen Säuglingstod, das nahe an Null liegt. Wenn ihr immer die neuesten Videos sehen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Baby sehen wollt, dann klickt euch einfach durch die Playlist.